Vor allem die Hauptstadt Dublin hat die Kellys geprägt. Hier machten sie Straßenmusik und wurden nach und nach bekannter. 1977 reiste Vater Dan zum ersten Mal mit den Kindern nach Irland. Es war ihm wichtig, ihnen das Land seiner Vorfahren näher zu bringen. Und wenig später kaufte er hier auch den berühmten Doppeldeckerbus. Nee, aber meine Meinung, der wollte als irisch-amerikanisch, der wollte seine Heimat sehen. Ja, der wollte es verstehen. Er wollte es erleben, Paul. Ja, erleben. Und daher hat er angefangen zu suchen, seine Wurzeln. Und von da sind wir nach Dublin, Musik zu machen, Musik zu lernen. Da hat gehört, da ist, dann hört man die Musik. Wir haben in jedes Konzert einen Block, irisches Block. Bis heute, Kathy. Hättest du das nicht dich auseinandergesetzt, du würdest das nicht machen können. Also es ist ein guter Punkt, Kathy. Das heißt, Kelly Family wäre nicht heute, wie Kelly Family ist, hätten wir nicht immer wieder Irland besucht. Also dass der Bus, sag ich mal, von der Kelly Family wieder restauriert und hier in Dublin mit uns ist, das ist schon was sehr Besonderes. Also das ist schon, das hätte ich vor einigen Jahren nicht geglaubt, dass wir das schaffen, gemeinsam halt auch noch mit diesem Bus, wo wir halt wirklich sehr lange Zeit mitgereist haben. Wir haben in diesem Bus gelebt, also oben, hier unten eine Küche, das war unser Tourbus. Ein Kelly ist heute ungewöhnlich ruhig. Jimmy hat seine Stimme verloren, der ist am Arsch. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist in Irland, aber wir kamen da an und ich habe meine Stimme verloren. Und ich glaube, alle, ich auch, fand es großartig, dass er endlich mal die Schnauze hält. So sieht wahre Geschwisterliebe aus. Aber Hauptsache, Joey hat seine Stimme noch. Er spielt heute den Animateur und bereitet die anderen lautstark auf den Dublin-Besuch vor. Okay, lass uns mal Dublin Unruhe machen. Lass uns mal hier alle Chicas, Chicas. Chicos. Guinness. Naja, Patricia, du hast noch nie Guinness getrunken? Ich glaube nicht. Nein. Heute musst du ein ganzer Pint wegtrinken. Nein, wenn ich trinke, ist nicht eine gut. Ganze Pint. Heute trinken wir alle müssen wir ein Guinness trinken. Aber nicht sofort. Vorm Guinness trinken und Straßenmusik machen steht noch ein Stopp an, der bei den Dublin Trips der Kellys Pflicht ist. Lass uns mal hier im Geschäft gehen. Mal gucken, was da passiert. Cool, Johnny, cool. One, two, three, four. Früher haben sich die Kellys regelmäßig in diesem Laden eingekleidet. Und dieses alte Ritual lassen sie jetzt noch einmal aufleben. Oh my God, look at that! Schickimicki! Johnny, wir haben was für dich. Ja. Wir sind doch eine irische Boyband. Wir nennen uns jetzt einfach Kelly Zone. Boy Zone. Das ist doch, ne? Mehr irisch geht nicht. Fehlt nur noch die rote Haare. Apropos Haare. Die Geschwister wünschen sich schon länger einen neuen Haarschnitt für Paul. Und deshalb schleppen sie den Bruder jetzt in einen Barbershop. Viel Spaß. Hallo. Ich glaube, auf der Straße musst du nicht unbedingt super gestylt sein, ja? Aber ich denke, der Paul, der war lange nicht mehr beim Friseur. Paul, was denkst du? Hipster, ein bisschen Hipster-Look. Yeah, yeah. Hipster-Look. No. Give him a tattoo as well, please. Yeah. I can do it as well. So, Patricia, no nimmst way. Du eine Guinness hier? No. Guck mal. No, erstes Guinness. No. Ein bisschen. Du kriegst zwei hier von mir. Dein erstes Guinness, komm. Ihr seid verrückt, Leute. Nein. Hier, komm. Danach gab der richtige Abstand. Die Jungs sind in den Barbershop gegangen und wir haben, ich glaube, Patricia hat das allererste Mal Guinness probiert. Okay, nur für euch, weil ich euch liebe. Carolyn, Kathy. Auf dein erstes Guinness, Patricia. Mein erstes Guinness. Ich will Schokolade. Patricia. Schmeckt gut. Oh. Das schmeckt gut. Das ist nicht euren Ernst jetzt. Weißt du, es ist dégueulasse, sagt man auf French. Das ist disgusting. Ekelhaft.
ist okay. So, ist lauter Vitamin B drin. Boah, ekelhaft. Boah. Ja, nicht mein Ding. Keine Ahnung. Es schmeckt so nach schlechter Kaffee oder so. Ne? Manchmal, wir müssen im Leben was probieren, ne? Aber für Patricia, das geht es nicht. Wir machen jetzt einen Hipster aus Paul. Du bist jetzt dran, Johnny. Du siehst nicht gut aus. Ich weiß. Komm mal mit. Da vorne ist, what's your name? My name is Sandra. 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 That's a great name. It's an Irish name. Oh, madre mia. Oh, no. Gut. Paul, relax. Das Wichtige ist, du vertraust. Relax. Relax. Das ist eine Ladies Guinness, das ist nicht so stark. Normalerweise sind sie ein bisschen stärker. Ihr seid bescheuert, Leute. Ihr seid total bescheuert, aber ich liebe euch. So, nichts mehr trinken, sonst werde ich noch die Irish Girls. Irische Mädchen. Die Irish Freedom Fighters. Ist kein Scherz, das ist mein erstes Mal. In Irland hast du das erste Mal gehabt? Nein, überhaupt. Überhaupt? Wie jetzt? Warte, nur einmal? Ich hab das immer selber gemacht. Und dann? Niemals jemand anders. Wenn wir Jungs alle zusammen sind, dann entsteht manchmal so eine Dynamik, wo man halt einfach nur Blödsinn erzählt. Und dann wird man halt wieder zu Teenagers. Am Anfang, ich hab das nicht verstanden. Ich bin naiv. Also ich hab das nicht kapiert. Und dann habe ich, ach Mensch, Jungs. Ich trinke nur Pacharan aus Spanien. Pacharan ist ein spanisches Likör, was mit so... Es ist ein Beere. Beeren. Es ist ein Beeren aus Pamplona, Navarra. Genau, das sind so Beeren, die dann mit irgendwie einem Likör, Alkohol getrinkt. Und das lassen die dann lange eintauen. Und das trinkt man eher zu Weihnachten in Spanien. Und dann bin ich groß geworden. Da war ich 5, 6, da dürfte ich auch mal probieren. Und das finde ich okay. Ab und zu, wenn Freunde zu Besuch kommen oder die kommen zu Besuch, dann hole ich den Pacharan raus. So, tschut, tschut. Das sieht gut aus, Paul. Du siehst 10 Jahre jünger. Du siehst nicht aus wie ein Caveman mehr. Paul, wie? Das sah aus wie ein Primitiver. Ein Untertaler. Ja. Hey, Paul. Krasse Umwandlung. Das ist wirklich, also das hätte ich nicht gedacht, dass der Paul, sag ich mal, wirklich auf einmal halbwegs normal aussehen kann. Oh, guck mal, Caroline. Oh, wow, Pablo! Paul is a winner. Oh, ich guck mal, das Bad hier. Das sieht richtig gut aus, Paul. Ja. Richtig Paul. Gut. Wasser, ne? Kann man tranquilo, ne? Nee, also wirklich, Paul, das ist der Look. Auf Tour nur noch so, bitte, ja? Das ist wieder gewachsen. Ich wollte zu einem Barbershop gehen, aber der war in Dublin, ne? Das war zu weit, ne? Komm, wir gehen singen. Oder ihr geht singen. Du kannst nicht mal reden, wie sollst du singen? Ich brauche einen Kaffee. Du brauchst einen Kaffee? Ja. Die Aufgabe ist jetzt die gleiche wie damals in der Kindheit. Die Kellys müssen einen Platz finden, an dem sich mit Musik möglichst viel Geld verdienen lässt. Wir suchen eine gute Stelle, wo wir Musik machen können. Ein guter Spot auf der Straße ist 50% quasi des Einkommens. Do you have T-shirts from the Kelly family? You like the Kelly family? I love the Kelly family. Sure. Yeah. I love their music. Was hast du ihn gefragt? Ich habe ihn gefragt, ob der T-Shirts hat von der Kelly family. Ja, und Und er hat gesagt, everybody else der hat nur T-Shirts vom Rammstein. Also als deutsche Band, ne? Aber er kennt die Kelly Family. What was the biggest hit of the Kelly Family? I think it has to be Angels, is it? An Angel wurde 1994 veröffentlicht und katapultierte die Band in eine neue Dimension. If I made a guess, the biggest hit would be Angels and the biggest hit person would be the guy with the long hair. Einer hatte lange Haare, sagte er, aber eigentlich hatten alle lange Haare. Der weiß nicht, dass wir die Kellys sind, nein? Johnny, Jimmy, get over here, you. Johnny, you play in Germany, du spielst in Deutschland in deiner Coverband, ne? Manchmal. Lass uns mal hier für den irischen, sei mal, Musikverkäufer Jimmy, T-Shirts. Er ist ein großer Kelly-Fan. Und ich habe ihm erzählt, wir sind eine Coverband, die in Deutschland die Kelly Family spielt. So we're gonna sing you an angel. Yeah.
yeah. Right, yeah? Good, yeah. Don't expect me to sing too good. Sing with us. I wish I had your pair of wings. I had them last night in my dreams. I was chasing butterflies, which is a copy, like, you know. Great, yeah. Till the sunrise broke my eyes. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Sometimes I wish I were you. That's great here. Well, you're a singer. Oh, I can't sing anything, right? Well, they're definitely getting old, the Kelly family. Yeah. You wouldn't recognize them. Do they still play much in Germany? They do. Yeah, but they're right here. We're the Kelly family, my friend. Pardon? We are the Kelly family. It's true. It's true. I believe you, yeah. Yeah. Really, yeah? Yes, yes, we of are. Course. Yes, yeah, that's Patricia, that's Kathy, Karen, yes. And Paul. Paul. Johnny, Jimmy's already down here. Yeah. Gone to the pub. Yeah. Yeah. Yeah, it's us. It's really us. We've gotten old. Old My pleasure to meet you all, I have to say. Thank you very much. Thanks right. To you. And you know, obviously, so now I understand what the test was when you were asking me, do I like the Kelly family? That was the test. No, but he started that. Yeah, but he pulled your leg. He pulled your leg. It couldn't have been a lie, could it? No, it was lovely the way you were answering, really. No, but it was true, yeah. And I'll tell you something else, right? But the Kelly family music was on a different planet. Really? That's why I liked it. Love That's why you. I could relate to it, because the way I related to Thailand music and romantic music, that touched my heart, the music touched, because that's what it's meant to do. I can even see we can't take the thinking so much behind now, it was never not. I've never seen anybody, heard anybody analyze our music as well as you have. Thank you. You are a real, true music lover, I can see that. Well, it's not just that, it's just I like music that touches my heart, not my ears. Easy to touch the ears, you know? Nach all dieser Zeit ist dieser Fan noch immer tief bewegt von den Liedern der Kellys.